Es ist arschkalt, es ist windig wie Sau. Ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Guck doch mal raus hier. Kein Schnee, weit und breit. 15 Uhr soll es losgehen. Soll ja hier auch ein bisschen was kommen. Lassen wir uns mal überraschen, jetzt fahren wir erstmal los. Was soll man sonst machen? Ich meine, es ist immerhin ein kleiner Ausflug, ne? Immerhin etwas. Jo, bis später. Nee. Immer schön grau, wie man es kennt. Ich meine, ich wohne immerhin in einer recht ordentlichen Gegend. Und da geht es eigentlich. So. So, schieb's mal zur Seite, ne? Das ist schön. Danke, danke. So. Naja, wie ihr seht, nichts los. Alles tot hier irgendwie. Ja. Aber es ist auch alles steinhart gefroren. Also man merkt es halt schon, ne? Diese kleinen übrig gebliebenen Eisbüscheln sind hart wie Stein. So. Gucki, gucki. Da ist keine. Weiter geht's. Ja, so, und hier wieder rum. Ja, ich hoffe, ihr habt einigermaßen ein schönes Wochenende gehabt. Morgen ist ja Montag, da geht der ganze Mist wieder los. Ich habe morgen auch ein Gespräch mit einem neuen Arbeitgeber. Mal gucken, was da so in Planung ist, wie derjenige bezahlt. Naja, oh, komm, dreht in die Pedalen, Mann. Ja, das ist zum Thema Fahrradfahrer. Gib mir auch einen Sack. So. Wollen wir machen. So, ja, wie gesagt, ich hatte über den Arbeitgeber gesprochen. Also man muss mal gucken. Ich habe ein Videomeeting am Montag. Und da wird sich dann zeigen, wie es weitergeht. Wäre schön, wenn es klappt. Ist in einer netten Ecke, braucht morgens nicht weit zur Arbeit. Hat schon was. Ne? Ja. Gut, ich melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt sind wir mal ein bisschen auf dem Berner Herweg unterwegs. Richtung Burger King. Wie ihr seht, ja, ist ruhig. Also für Hamburger Verhältnisse ist es ruhig. Ja, bleibt sie grün? Bleibt sie grün? Der ist auch geil. Junge, 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 Junge. Ich sag ja, Fahrradfahrer. Wenn ihr mal schaut, weiß nicht, ob ihr das erkennt. Hier sind überall die Radwege so nah auf die Straße gelegt worden. Fürchterlich. Na gut. So, da sind wir wieder zurück. Zumindest vom Futterbesorgen. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, wie wir jetzt hier am besten wieder rauskommen, weil das ist schon zugeparkt in der Weile. Leute, das ist arschkalt, ich sag's euch. Obwohl läuft wieder keiner hinten vors Auto von diesen ganzen Spacken. Schlimmer wie eine Zombie-Apokalypse hier, wie die rumlaufen. So. Alles richtig, richtig gute Helden hier. Wo will er denn hin hier? Meine Fresse nochmal. Manche müsstest du rausziehen und links, rechts erstmal schön wieder auf die Spur bringen, ey. So. So, so, so. Wollen wir mal. So.
fahren wir wieder zurück. Das ist krass. Habe ich da gerade ein Schneeflöckchen gesehen? Ich glaube, es geht gleich los. Ich glaube, ich habe ein Schneeflöcki gesehen. Naja, ab 15 Uhr hatten sie es ja angesagt. Jetzt ist 2:30. Oh mein Gott, was hat denn der vor, Junge? Boah, das riecht hier im Auto jetzt nach McDonalds-Fraß, weil Burger King hatte ja dicht gehabt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Stand dann irgendwie online bestellen, dann kannst du es abholen, aber rein durftest du nicht. Ja, jede Woche was Neues. So. Ja, ansonsten ist hier ein Schigi. Das ist halt Hamburg. Also zumindest ein Randgebiet von Hamburg. Das ist ja eher, wie soll man es beschreiben, nordöstlich. Ja. So. Jetzt sind wir gleich wieder da. So. Rolf der Bäcker hat auch noch auf. Schön. Ich hätte so Bock, jetzt Motorrad zu fahren, aber ganz ehrlich, bei dem Wetter, ey, das ist so scheiße. Ey. Es ist immer arschkalt. Du hast da keine Chance, irgendwie mal eine Zeit zu bekommen, wo du links mal eine kleine Runde drehen könntest. Und bei den Minusgraden habe ich ja echt keinen Bock. Ganz ehrlich. Nee. Ich werde morgen die Sporty wieder dranhängen, dass er ein bisschen Ladung kriegt. Und dann müssen wir jetzt erstmal die nächsten 10 Tage abwarten, ob der Schnee, der heute ja noch fallen soll, sich dann wieder verkrümelt hat. Ne? Aber irgendwann wird es jetzt auch mal Zeit für Frühlinge. Irgendwann ist mal Schlulz. Naja. Er packt auch geil hier, diese Segeberger. Ne? Junge, Junge, Junge. Na gut, dann würde ich mal sagen, tschüssi erstmal und wir hören später auf Facebook oder so. Tschüss.